Bei uns auf der Neurologiestation 46C ist das Besondere, dass wir ein Frühreha-Konzept haben. Das bedeutet, dass wir Patienten, die einen Schlaganfall hatten, schon sehr früh in eine Rehabilitation bringen, damit sie schnell wieder fit werden und in den Alltag kommen. Zudem behandeln wir hier Parkinson-Patienten, die eine spezielle Parkinson-Komplex-Behandlung von uns bekommen. Und dann gibt es noch die ganz allgemeine neurologische Pflege, die jeden Tag anders gestaltet werden muss. Die tägliche Herausforderung ist eigentlich unser Alltag, weil man sich bei neurologischen Patienten immer individuell auf deren Bedürfnisse einstellen muss. In unserem Bereich kommt es auf eine kompetente interdisziplinäre Zusammenarbeit im kompletten Berufsteam an. Zudem benötigt man ein aufwendiges Pflegeverständnis von neurologisch erkrankten Patienten. Wir arbeiten mit einem engen Teamzusammenhalt und haben einen sehr strukturierten Arbeitsablauf auf unserer Station. Ich persönlich habe mich für die neurologische Pflege entschieden, weil das eine sehr spezielle Pflege beinhaltet. Das enthält keine Routine. Jeder Tag verläuft anders. Es sind viele neue Herausforderungen. Man lernt viele neue Dinge und muss sich jeden Tag individuell auf die Patienten einstellen.